Sollte ich mit Auto machen, ne? Dann komme ich mit dem Auto hierher. Auch allein schon wegen dem Loot, den wir aus den Häusern eventuell ziehen. Und wenn ich in die Mine gehe, den Kram, den ich aus der Mine... Ja, also egal wie, das Auto können wir dann immer noch abholen. Aber ich sollte nicht ohne Auto hierher. So machen wir das. Oh, ich freue mich voll, dass ich den gefunden habe. Unter dem ersten Video stand ja auch schon, danke nochmal dafür, dass man da ja auch selbst die Workbench draufpacken kann. Also gehe ich mal davon aus, dass man dann vielleicht auch sowas wie locker packen kann, die dann vielleicht vollgepackt sind. Das ist natürlich richtig genial. Oder die Koffer oder sowas. Natürlich sieht er cooler aus. Und da es ein Spiel ist, kann ich ohne schlechtes Gewissen so ein Monster-Truck fahren. Weil es ja auch noch die Apokalypse ist. Also im wahren Leben würde ich mir so ein Auto nicht kaufen, das ist klar. Weil es teuer ist, es ist ein umweltverschmutzender Aspekt und keine Ahnung was. Aber in einem Spiel, hallo, kann es mir egal sein, weil ich verschmutze nicht die Umwelt und nichts. Das ist für mich praktisch das einzige Mal, dass ich so ein Auto fahren kann. Yeah. Abgesehen davon, dass es mir immer so leid tut und unser Auto hier, wie wir den immer fahren. Ich würde sagen, schalte doch mal höher, verdammt, aber nein. Ich mache mir viel zu viele Gedanken um ein virtuelles Auto. Großartig. So, und das zweite Drying Rack ist fertig. Das heißt, wir könnten uns noch einen Bären holen. Und den Baum muss ich, glaube ich, mal weghauen. Falls ich mal hier schnell in die Kurve fahre, haue ich sonst voll gegen den Baum. Und ich muss auch langsam wieder an unserer Verteidigung hier arbeiten. Ne? Das ist langfristig werden wir Besuch kriegen. Das kann ich nicht zulassen. Okay, ich muss was essen. Essen wir ein paar Würstchen direkt vom Drying Rack. Das ist doch Landscape. Landsman, Craftsman, Living, keine Ahnung was. So, und trinken. Boah, die trocknen so langsam. Trocknen die eigentlich hier einzeln besser? Nö, ne? Na gut. Wie sieht's mit dem Leder aus? Das ist getrocknet. Sehr schön. Das heißt, wir können... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob wir für den großen Köcher Leder brauchten. Das heißt, wir können das Leder mal eben rauspacken. Schon mal hier Zucker stacken. Leder. La 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 la. So. Konserve. Die halten ja auch zum Glück ein bisschen. Soll ich mir langsam mal. Vielleicht mache ich hier sowas rein. Dafür brauche ich keinen Locker zu verschwenden. Dann mache ich hier die ganzen Racks rein. Würde ich sagen. Und in der anderen nochmal Flaschen. Da brauche ich auch keinen Platz zu verschwenden. So, okay. Wie sieht es aus mit Muni? Das können wir nochmal splitten und machen es hier rein. Die ist nur so geladen, ne? Ja. Das kann ich auch nochmal splitten.
Wo hatte ich das? Hier. Ja, hier, die ganzen Racks, die kommen auf jeden Fall darüber. Da brauche ich mir keinen Platz für zu verschwenden. Zack und zack und zack. Das können wir nochmal. Und hier. Da kommen meine Bretter rein. Warte mal, Nägel waren auch da, ne? Nägel, Dietriche. Pff, ja, solange man eine Crowbar hat, ne? Ich meine, das öffnet zwar leise, aber das können wir nochmal stacken. Die würde ich, sowas würde ich gerne anpflanzen können. Das wäre richtig gut, wenn man das anpflanzen könnte. Davon haben wir inzwischen so viel. Ja, wow, Kartoffel. Die Medikamente habe ich hier reingepackt. Die stacken wir mal schön. So. Zack. Das ist das Essen. Tomatensauce. Das sind nochmal Klamotten. Noch mehr Racks. Die Pickaxe lasse ich noch mal im Auto. Da habe ich noch eine Kartoffel. Booth. Noch eine Knarre. Zack. Mal kurz überlegen. Na, da können wir die Hälfte von wegpacken, dass ich ein bisschen was hierfür habe. Weil ich weiß nicht, was mich da erwartet. Das lasse ich auch noch im Auto. Und drei, ja, das sind genau die, ich noch habe. Großartig. Warte mal, ich mache dann auch wieder Ersatzsachen. Lass ich den guten Motor, lasse ich nochmal hier und die Ersatzbatterie. Aber dann habe ich schon keine Reifen mehr. Huhuhu. Oder Räder. Räder sind es ja eigentlich, ne? Reifen wäre es, wenn es ohne Felge wäre. So, das sind dann gleich noch die Ersatzsachen, die dann in den Pickup kommen. Tja. Das splitten wir nochmal eben. Den Rest lasse ich, glaube ich, jetzt auch im Inventar. Oh, ist auch voll. Oh Gott. Ja, toll. So. Nein. Da. Da kommen jetzt die Racks rein. Ein Booth haben wir noch. Also, man kann inzwischen, dadurch, dass ich wieder neu angefangen habe, kommt man wieder relativ schnell in die Sachen. Das Einzige, was mir jetzt echt fehlt, ist natürlich das, das Sniper-Gewehr. Das fehlt mir so richtig. Aber das kriegen wir auch noch. Irgendwie schaffe ich das schon. So, Lampen haben wir auch schon ein paar. Wir waren da oben, da hinten bei dem Banditencamp, was ich mir als erstes eventuell vornehmen wollte. Waren wir nicht auf dem Wasserturm? Na, nee, glaube ich nicht. Ich wollte ja nicht gesehen werden. Da wäre noch eine Möglichkeit, dass da vielleicht eine Weste wäre oder sowas. Das wäre noch möglich. Das braucht auch nicht in einem extra Schrank. Das ist total bescheuert. Sowas wie Bandagen, okay, ja, das mache ich da rein. Das ist Fertigkram. Das sind so Sachen, die ich mir dann schnell schnappen kann. Aber sowas ist viel wichtiger hier. So, die Scraps. Zack. Gucken wir, ob wir was einschmelzen. Dann packe ich hier noch das hier raus und das hier und mache mir von dem Kram rein. So. Zack. Und zack. Und dann kommt einer von den Küchenschränken, wird jetzt dazu umfunktioniert. Dann kommen hier solche Sachen rein.
Gut. Da, das ist dann auch schon wieder, kann ich schon fast wieder. Naja, ist egal. Lassen wir jetzt so, wie es ist. Weil es schon wieder voll ist. Booth hatte ich doch sogar noch irgendwo eine Flasche, oder? Da. Das heißt, wir können sogar schon einen Verband machen. Zack. Ein Verband mehr. Ach nee, lassen wir so, lassen wir so. So, das behalte ich im Inventar. Das Trinken sowieso. Den Kanister, die Verbände. Das können wir dann mal verarbeiten. Das Auto war soweit ausgeräumt, ne? Ich glaube. Ja. Gut. Autokomponenten könnten wir jetzt dringendst gebrauchen. So, pass auf. Dann füllen wir mal eben unsere. Schlabber. Okay, wir füllen mal eben nochmal unsere Trinkflasche für den nächsten Tag. Das Leder kann ich da nochmal eben verarbeiten. Dann haben wir das auch. Das hat nämlich auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier weniger Prozente bekommen würde, aber wir brauchen das eh für andere Sachen. Also verarbeiten wir das Leder eben einmal. Und das Doofe ist, ich kann immer noch keinen Bogen machen. Dafür brauche ich die Guts. Wie sieht es denn mit dem Köcher aus? Kann ich den schon mal bearbeiten? Ha! 10, 2, 4. Okay, das können wir machen. Dann mache ich den Köcher jedenfalls schon mal. Verdammt, schon wieder vergessen. Was war das? Das hier, ne? Duct Tape. So, 10 und Swing-Kits. Dann sind sie endlich mal nützlich. 4 Stück waren das, glaube ich, ne? Dann haben wir den Köcher auf jeden Fall schon mal. Und dann basteln wir uns gleich nochmal Sticks. Ja. 3 Stück habe ich noch. Wir kommen mal hier. So, machen wir das jetzt. Bastel ich mir aus den Sticks, die ich da habe. Geht das eigentlich andersrum? Nee, geht es leider nicht. Schade. Okay. Dann müsste ich mir nur noch Pfeilspitzen basteln. Und dafür brauche ich dann wieder. Na? Was kostet mich denn eine Pfeilspitze? Abgesehen von der Zeit. Wir brauchen dringend NPCs, die für uns arbeiten. Allein dafür lohnt es sich schon, aber ich will erst ein paar Pfeile haben. Wobei ohne Guts kriege ich ja keinen Bogen. Also egal wie ich es mache, es ist bescheuert eigentlich. Okay, und es wird schon wieder hell. Und wir haben uns noch überhaupt nicht ausgeruht. Warte, Pfeile. So, Hunting Arrows, da brauchen wir dann wie Federn für. Genau, das war der Grund, warum ich Federn gesammelt habe. Und ich habe noch nicht so viele. Okay. Drei Stück. Oh, ist ja lächerlich. Gut. Das heißt, die restlichen Sticks können erstmal wieder hier rein. Die restlichen Pfeilspitzen.
Spitzen? Nee. Na, falls wir dann doch mal überfallen werden, möchte ich die Sachen eigentlich nicht. So machen wir das und der Köcher auch. Der Rest kann dann wieder dahin. Wir müssen Federn sammeln. Wie geht's mir? Oh Gott, ja, großartig. Und ich wollte das Auto holen. Nee, komm, wir essen ein Würstchen. Dafür habe ich die ja. Und ich schlafe jetzt mal eben ein bisschen. Auch wenn es doof ist, aber es nützt ja nichts. So, trinken. Und wir legen uns noch einen Augenblick hin. Ja, jetzt ist gerade Tag geworden. Sehr schön. Toll, es ist Tag geworden und ich gehe ins Bett. Ungesund, aber was soll's. 4 Stunden erstmal. Ja, ich will die Mine, ne? Großartig. 2 Stunden. Puh, ja, nützt ja nichts. Sonst schaffe ich heute gar nichts mehr. Das wird sonst doof. Das heißt, wir essen eben noch mal was. Das sieht gut aus. Ansonsten können wir eigentlich gleich starten, ne? Ich habe alles soweit vorbereitet. Aha. Fahren wir sofort los, sonst bringt das alles nichts. Und dann am besten gleich in die Mine. Wobei die Häuser fast im Moment noch wichtiger sind, weil wir mit den Komponenten aus der Mine. Ja, doch, doch die Erze. Ich brauche die Erze. Ich brauche weniger das Zeug, um Munition herzustellen im Moment, als die Erze, ne? Wenn ich das American Eagle zum Beispiel basteln will, das ist als Nahkampfwaffe echt immer noch das Ultimative. Ah, nützt nichts. Hat der Pickup eigentlich einen höher? Hat er einen Kofferraum? Fällt mir jetzt gerade so ein. Hat er einen Kofferraum? Habe ich gar nicht geguckt, ne? Und wenn ja, passt da mehr rein oder genauso viel wie in den Rover? Gar nicht geguckt. Ich war so euphorisch. Wird's nebelig? Ich glaube ja. Es ist auf jeden Fall schon wieder ein sehr diesiger Tag. Wo? Vorsichtig. Na, wir gucken mal. Ich parke halt neben dem Pickup und zur Not kann ich ja dann ins Auto. Während ich ihn zusammenschraube, falls es dann nebeln sollte. Nebeln sollte. Aber selbst wenn man nichts. Doch, ich glaube schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da gar nichts reinpacken kann. In den Pickup. Da steht da. Unser zukünftiges Auto. Giraffe. Okay. Alles klar. Ich guck mal eben. Hat der einen Kofferraum? Nee, hat er nicht. Er hat keinen Kofferraum. Ich kann Sachen hinten drauf packen. Okay, das ist also der Nachteil von Pickup. Alles klar. So, die Räder fehlten noch. Das heißt, ich kann noch nicht mal Ersatzsachen reinpacken. Wenn er kaputt ist, ist er kaputt. Shit. Ha, na gut.
Er muss ja irgendwie... Ja, doch, es ist schon okay. Es muss differenziert sein. Das finde ich in Ordnung. Dann würde ich aber sagen, lasse ich den erstmal stehen. So traurig das auch klingt, ich lasse ihn einfach erstmal stehen. Und hole ihn mir dann. Na. Ja, ich kann mir den immer noch dann holen. Ich würde sagen, wir gehen mal da hoch zum Haus. Nee, ich möchte fahren, weil ich das Auto dann auch in so einer Position stehen lassen möchte, dass ich dann jederzeit wieder nach Hause kann. Das heißt, ich drehe auch gleich schon mal. Oder sie auch zur Not... Warte, warte, warte. Das ist super lustig. Oh. Ja, das ist ganz toll, Lizzie. Alles gut, ne? Gut. Ja, ich lasse ihn jetzt einfach so stehen. Wir gucken uns erstmal das Haus an. Da ist es offen, also denke ich mir mal, da sind welche drin. Horche mal eben. Oh mein Gott, eine schwebende Flasche. Nein. Dann. Achso, das war der. Ich dachte gerade, kann man die Mikrowelle jetzt aufmachen, aber nee. Dem war nicht so. Da steht noch eine Flasche. Wow, das ist eine tiefschwarze Tür. Oh, meine Crowbar ist kaputt. Merke ich jetzt erst. Alles klar. Ich habe noch im Auto eine. Da brauche ich auch eine Crowbar. Gut, dann holen wir gleich mal eben eine Crowbar aus dem Auto, packen den Kram mal eben wieder rein. Ah, oh, ich mache immer das... So, obwohl 1333, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Da waren die anderen Häuser, die ich meinte. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob da wirklich noch... Oje. Noch was kommt. Merkt man irgendwie, dass ich mich davor scheue, in die Mine zu gehen? So, Crowbar. Komm, was soll's. Dann waren da Zombies drin in dem Haus. Ich glaube, dann nehme ich die anderen Häuser erstmal auseinander. Dann mache ich am nächsten Tag, mache ich das dann mit der Mine. Weil wir ja jetzt auch noch nicht, na, wir sind von den Werten her, wenn wir abbauen, bauen wir richtig ab. Das heißt,
Warte, Moment. Das heißt, unsere Fatigue ist leider zu sehr im Keller. Dann versuchen wir heute Nacht mal richtig zu schlafen, damit wir frisch sind. Und dann gehen wir am nächsten Tag in die Mine. Am wichtigsten sind eben halt die Erze. Dann würde ich mich auch, glaube ich, mehr bewaffnen. Jetzt hatte ich ja auch schon ziemlich viel fürs Auto. Ach, Gott sei Dank. Sehr schön. Okay, das war's. Gut, damit bin ich aber zufrieden. Hier noch irgendwas? Nö. Alles klar. Gut, dann gehen wir zu den Häusern. Dann nehme ich mir für den nächsten Tag richtig. Hier hat sich auch noch nichts geändert in den Camps, ne?